jetzt das Hohes Haus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute CETA, wir diskutieren die EU, wir diskutieren die Handlungsfähigkeit der EU und das an einem Tag, wo die Welt wahrscheinlich eine neue Grundbestimmung bekommen wird, wenn das so ist, dass tatsächlich der Herr Trump Präsident wird. Die Dinge werden sich wahrscheinlich verändern und Europa wird gut beraten sein, am besseren Zusammenarbeiten und Zusammenhalt zu arbeiten. Europa als Gemeinschaft starker oder weniger starker Staaten in starker Partnerschaft lebt davon, dass die Bürger das Projekt verstehen. Was können wir als Politiker, als Berufspolitiker tun, um das Verständnis zu stärken? Wir könnten zum Beispiel zu den Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen, im demokratischen Konsens, dann auch stehen. Wir könnten, wenn wir nach langer Verhandlung zu einer Vereinbarung kommen, die wir gemeinsam beschließen, sagen, ja, ich stehe zu den Inhalten. Man könnte auch sagen, ja, wir haben das gemeinsam beschlossen und daher ist es auch ein gemeinsames Projekt. Ich habe hier den ergänzenden Beschluss, den der Europäische Rat jetzt beschlossen hat, wo die Kommission alles zusammengetragen hat, weil es an Bemerkungen der einzelnen Mitgliedsländer gekommen ist, um das Projekt tatsächlich erklärbar und verträglich zu machen. 38 Punkte oder Seiten mit Erklärungen, wo drin steht, dass das, was im Vertrag drinnen steht, auch wirklich so präzise ist und gemeint ist. Österreich kommt auch darin vor, wenige Zeilen. Wir sind mit dem Programm zufrieden. Polen wird auch erwähnt, das will ich Ihnen vorlesen. Deshalb, weil diese Punkte ja von allen gemeinsam beschlossen wurden und daher auch von Österreich mit beschlossen wurden und wir hoffentlich gemeinsam dazu stehen. Da steht, die Republik, und ich könnte Polen jetzt durch Österreich ersetzen, weil wir haben es ja gemeinsam beschlossen, ist überzeugt, dass das CETA durch die Beseitigung von Handelshemmnissen und die Senkung der Handelskosten Vorteile für breiteste Kreise unserer Gesellschaft und für kleine und mittlere Unternehmen erbringen wird. Das CETA wird zur Verbesserung der Lebensqualität der polnischen Bürger beitragen, auch zu Österreicher, und zugleich die EU-Standards wahren. Und das Spannende ist, da steht drinnen, die Standards wahren. Alle, die da herinnen ihre Bedenken gegen die Standards vorgetragen haben, sollten jetzt endlich einmal den Vertrag lesen und sagen, okay, wir haben uns jetzt 3 Jahre lang unnötig aufgebuddelt, wir haben unser politisches Geschäft damit gemacht, aber es ist tatsächlich ein guter Vertrag, weil drinnen steht, was die Menschen in Österreich brauchen. Ja, es wird vielleicht nur 6 Euro bringen. Aber wissen Sie, was es bringen kann oder verspielen kann? Dass unsere Bürger uns noch etwas glauben oder nicht glauben. Wir haben gemeinsam etwas ausgehandelt. Europa wirklich der öffentlichen, internationalen Beobachtung preisgegeben und jetzt ein Ergebnis gebracht, das in Ordnung ist. Und dieses Ergebnis, das in Ordnung ist, sollte Grundlage dafür sein, zu sagen, gemeinsam stehen wir dazu, alle miteinander. Und nicht im Nachhinein immer dumm mosern und sagen, jetzt haben wir was, aber ganz gut ist da wieder nicht. Um Gottes Willen, woher sollte auch die Sicherheit der Menschen kommen? Die Menschen erwarten von der Regierung Sicherheit. Die Menschen erwarten von der europäischen Regierung Sicherheit, von uns Sicherheit. Die Opposition lebt davon, dass die Menschen in Angst leben, dass sie ihnen die Hoffnung ruinieren. Die Regierung lebt davon, Hoffnung zu geben und zu stärken. Und Sicherheit lebt nur davon, dass wir das, was wir sagen, reden, dann auch tun und umsetzen. Was wir unterschrieben haben, das hat dann auch zu geschehen. Das ist das, was die Menschen von uns erwarten können. Und Herr Bundeskanzler, ich habe zur Kenntnis genommen, dass Ihnen der chinesische Stahl wichtig ist. Mir sind die österreichischen Bauern wichtig. Wir haben heute mindestens so große Probleme, als vielleicht auf die Stahlindustrie zukommen. Wir haben die Probleme heute schon, sie sind angekommen. Wir brauchen rasche Antworten, ich muss das hier sagen, denn die Menschen glauben uns noch etwas. Aber sie werden uns leichter etwas glauben, wenn die Antworten rasch sind und so, dass sie merken, dass ihnen wirklich geholfen wird. Meine Damen und Herren, Sicherheit verlangt Ergebnisse. Ergebnisse sind dann Ergebnisse, wenn sie gemeinsam getragen werden und das erwarten wir von der Regierung. Dankeschön. Das war Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes.